Lydia und ich mache gern Sachen. Ich glaube, das Intro wird sich jetzt häufiger mal ändern, weil es, glaube ich, auch gut ist, dass ich verschiedenste Sachen gerne mag und nicht nur stricken, aber stricken mag ich am besten. Heute gibt es noch einen Strick-Podcast. Ich habe heute vor 3 Wochen die letzte Episode gefilmt, aber ihr habt sie erst vor einer Woche bekommen, weil ich keinen Nerv hatte zu schneiden und irgendwie in so einem gefangen war. Deshalb dachte ich mir, filme ich jetzt nochmal. Da ist eine Fliege am Fenster, die den Weg nach draußen nicht gefunden hat. Deshalb hoffe ich, dass sie mich zumindest jetzt in Ruhe lässt. Und ich habe auf jeden Fall ganz viele verschiedene Sachen gemacht in den letzten Wochen. Und vor allen Dingen, was Nähen angeht. Ich habe Sachen fertig gestrickt. Ich habe neue Sachen angefangen. Ich habe kluge Gedanken gehabt. Und möchte das mit euch teilen. Und es gibt deshalb auch nur jeweils einen Favoriten aus den 3 Kategorien ganz am Ende. Und noch ein paar Sachen, die ich erzählen wollte, was für Pläne ich so habe. Oh, da muss ich gleich noch meine Wolle für holen. Aber ja, das so am Rande. Ich habe hier meinen schlauen Zettel wieder, damit ich mal nicht alles vergesse. Aber ja, das Moment. Ah ja, fangen wir direkt an mit meinen Finished Objects. Denn ich trage eins. Und ich trage offensichtlich keinen Strick. Ich habe die Benita Pants von Fibermood genäht. Und die sind nicht richtig gut geworden, aber man kann sie anziehen. Und das ist die Hauptsache. Das Bündchen ist oben so krumpelig und das mag ich nicht so. Und die ist nicht so high-waist, wie ich das normal mögen würde. Deshalb habe ich es nur so ein bisschen reingesteckt, das T-Shirt. Aber sie ist unglaublich bequem und ich habe sie eben erst frisch gekürzt, also die Länge ordentlich gemacht, die Beine. Und ich trage sie jetzt erstmal den Tag und freue mich drüber. Genau, das sind die Benita Pants von Fibermood. Und ich habe hier die Schnittmuster drin. Das habe ich mir gedacht, das wäre ganz clever. Ich verlinke euch auch mal diese Hüllen unten, denn hier kann man hervorragend seine Schnittmuster drin aufbewahren. Da kann man dann hier drauf schreiben, was drin ist und die einfach in den Ordner packen. Dann nimmt es nicht viel Platz weg und ist organisiert. Und wer hätte gedacht, dass Lydia mal von Organisationstipps spricht. Aber ja, ich habe die in Größe 40 genäht, was auch gut passt. Also die sitzt nirgendwo eng. Ich würde sagen, an der Hüfte ist sie enger, als ich erwartet habe. Aber ich finde, das sieht auch ganz gut aus. Und dachte mir, dass ich da vielleicht noch eine draus nähe, aber dazu später mehr. Aber das war genau das Schnittmuster, was diese unglaublich stylische Kundin auf der Arbeit anhatte, als ich sie vor Weihnachten gesehen habe. Ihr erinnert euch gewiss alle, weil ich ungefähr jedes Video von ihr erzähle. Hi Mona. Sie ist jetzt bei unserem Stricktreff. Ist das nicht so cool? Auf jeden Fall hat sie mir gesagt, welches Muster das ist. Sie hat mir auch den Tipp gegeben, dass ich den Bund verlängern müsste, also diesen Teil, das Bündchen wird nämlich dran genäht, aber der Teil der Hose, der Bündchen ist, den hätte ich ein bisschen länger machen müssen, damit es so sitzt wie bei ihr. Und ja, ihr wisst, ich konnte an nichts anderes denken als diese Cordhose von ihr und dann war in meinem Kopf, ich brauche eine senfgelbe Cordhose. Und ich habe dann Anfang März mit meiner Schwägerin und meinem Neffen zusammen in Siegen hier den Cordstoff gekauft. Der ist, wenn ich mich recht entsinne, von Mind the Maker und das ist auch fair, öko, nachhaltig und der war auch echt teuer. Also ich habe 60 Euro für den Stoff für diese Hose bezahlt und es ist natürlich jetzt ärgerlich, dass sie nicht super, super perfekt geworden ist, aber ich kann sie auf jeden Fall tragen und das ist sehr viel wert und ich würde es nicht als missraten betiteln, sondern nur als Lernkurve, als Teil der Lernkurve. Und ich habe hier zum Beispiel den Cord richtig ausgeschnitten. Das war meine größte Sorge, dass ich den so ausschneide, dass die eine Seite in die Richtung glatt ist und die andere in die. Aber es ist beides in die gleiche Richtung, in allen 4 Teilen. Glatt, die hat keine Taschen. Ich hätte auch nicht gewusst, wie ich hier in die Cordhose Taschen reinmache, die dann nicht so super bulky aussehen, weil die obenrum doch recht eng ist. Deshalb bin ich gerade nicht unzufrieden, dass sie keine Taschen hat, aber ich werde wahrscheinlich noch unzufrieden sein. Ich habe sie ein bisschen länger genäht, als in der Anleitung stand. Und ja, ich habe beim Bündchen 2 Nähte reingemacht, damit das Gummi enger sitzt, aber es ist trotzdem vertrudelt. Und ja, ich glaube, das ist alles, was ich hierzu sagen kann. Die Anleitung ist komplett straightforward, Anfänger geeignet. Ich habe die Hose in einer Stunde genäht.
eine halbe Stunde fürs Zuschneiden gebraucht, dann war das erledigt. Hätte man sich mehr Zeit nehmen können? Ja. Habe ich das? Nein. Genau, das ist mein erstes Finished Object. Machen wir weiter mit etwas anderem Genähtem. Und zwar habe ich ein Sit-Tie-Top genäht. Ich blende euch mal ein Tragefoto ein. Das ist ein Muster von Sydney Graham. Und ich verlinke euch die Anleitung hierfür und das Video, an dem ich mich orientiert habe, mal. Denn ihre Bluse in der Anleitung hat kein Peplum. Aber in dem Video, wo sie so eine Gunny-Bluse, die gerade all the rage ist, duped mit ihrem eigenen Schnittmuster, da hat sie das mit Peplum gemacht. Und ich habe mich daran größtenteils gehalten. Und habe auch hier mit Zickzackstich die Bändel gemacht. Die Bluse ist total schön, wenn man nicht sehr nah an mir dran steht. Also wenn man mich so auf 2 Meter Abstand sieht, ist sie super. Und je näher es wird, desto huddeliger wird sie. Also ja, ich werde sie auf jeden Fall tragen. Ich finde sie auch echt süß. Und sie ist sehr bequem. Und auch falls ihr stillt oder ja, genau, ist es, glaube ich, eine richtig coole Bluse, wenn man da easy an die entsprechenden Regionen kommt. Und ich habe die auch aus der Bettwäsche gestrickt. Genäht. Genäht habe ich sie. Aus der Bettwäsche. ja, hierzu kann ich nicht viel sagen mehr. Außer, dass ich echt keine Freude daran hatte, die so richtig viel. Beziehungsweise, ich glaube, es ist ein bisschen wie die Hose. Ich habe mich sehr schwer getan damit. Und also mit der Hose habe ich mich schwer getan beim Ergebnis, das zu mögen. Hier auch im Ergebnis, aber auch während des Prozesses hatte ich schon wenig Spaß. Deshalb werde ich die, glaube ich, nicht nochmal nähen. Aber wir werden sehen. Vielleicht mache ich mir das Kleid irgendwann, denn in der Anleitung ist es als Kleid und als Bluse drin, was ich cool finde. Und genau. Ja, das ist irgendwie, das habe ich beim Stricken auch schon mal, dass ich Projekte stricke, die mir während des Strickens nicht so viel Freude machen einfach. Wo mir dann vielleicht die Farbe von der Wolle ein bisschen Freude gibt oder einfach der Gedanke an das fertige Projekt am Ende. Und ich glaube, das war bei diesen Nähprojekten auch so, aber dann war das Endergebnis ein bisschen zu enttäuschend dafür. Also, I don't know. Noch das letzte Nähprojekt. Und zwar das Beste. Und mein zweites nach den Shorts, beziehungsweise drittes nach dem Projektbeutel, ist das Pansy Dress von Rosary Apparel. Und ich muss sagen, das ist perfekt geworden. Das ist ein bisschen insane. Dafür, dass es mein erstes Projekt ist, ist es wirklich, wirklich perfekt geworden. Es hat hinten eine Schleife. Das ist an einer Stelle, glaube ich, nicht ganz perfekt geworden. Aber dafür, dass es das erste Mal für jeden Schritt war, außer Taschen einnähen. Ich habe noch nie Ärmel angenäht davor. Ich habe noch nie eine Raffung gemacht davor. Ich habe noch nie Bias Binding, also Schrägband, gemacht. Ja, noch nie solche Darts, so Falten eingenäht, dass es besser sitzt um die Brust herum. Und das ist so gut geworden. Ich habe das auf eine individuelle Länge gekürzt. Das ist weder die lange noch die kurze Version. Es ist länger als die kurze und kürzer als die lange. Und die Ärmel sind auf so einer Länge ungefähr. Ich blende euch mal das Me Made May Reel ein, was ich zusammen mit Marlene aufgenommen habe. Dann seht ihr es getragen und auch Marlene. und genau. Das ist wirklich, wirklich, wirklich schön geworden. Also das hat mir richtig Spaß gemacht, das zu nähen. Es ging richtig gut runter. Ich habe es mittags um 13:30 Uhr, um 13 Uhr sowas herum, habe ich angefangen, den Stoff zuzuschneiden. Da saßen gerade 2 Freundinnen noch mit am Esstisch und dann meinte ich muss aber jetzt mal anfangen zu nähen. Ich mach doch einfach hier. Dann habe ich schon mal zugeschnitten und dann war ich gleich abends um 8 fertig mit Nähen. Also ich habe 5 Stunden ungefähr gebraucht. Für dieses Kleid und ich bin so happy. Ich bin mit bei jedem Zwischenschritt zu meinem Mann gerannt mit, guck mal, ich habe ein Oberteil, guck mal, ich habe eine Schleife, guck mal, ich habe Ärmel, guck mal, ich habe ein Kleid. Also es war faszinierend. Ich hatte eine wirklich gute Zeit hiermit. Und das ist ein Muster von Rosary Apparel, genau wie die Shorts auch waren. Und ich muss sagen, ich finde ihre Anleitung grandios. Zumal sie Videos hat dazu und ich finde das sehr klar, wie die Schnittmuster gestaltet sind. Sie splittet ja nach Größen, einmal Größe 0 bis 14 und dann 14 bis 32 oder sowas an den Kleidergrößen. Das sind UK-Größen, glaube ich. Ich trage eine 12 als Referenz da, bei einem Brustumfang von 94 cm. Und dadurch hat man nicht so unendlich viele Linien auf den Blättern, wenn man die druckt. Und das ist alles, ja, irgendwie
ganz zugänglich, finde ich. Von Sidney Graham, die Anleitung auch, habe ich keine Einwände. Ich fand es an manchen Stellen nicht so intuitiv, wie ich es gemacht hätte, glaube ich. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass ich jedes Video von Rosary Apparel geschaut habe und jetzt voll ein kleiner Klon geworden bin im Denken oder in der, ja, was halt für mich intuitiv erscheint, dass ich alles so machen würde, wie Janelle es macht. genau, das waren die fertig genähten Sachen. Ich bin richtig happy und ich habe einfach drei Sachen genäht. Ja, dreimal habe ich mit Bettwäsche insgesamt genäht, einmal mit dem Kordstoff und einmal mit dem Geschirrtuch. So wild. Aber ich habe mir auch Stoff gekauft, richtigen Stoff. Den zeige ich euch am Ende. Und meine zwei Designs sind fertig geworden. Das ist richtig gut. Einmal der Rhabarber Cardigan in Trackgrün. Das ist Rosy Green Wool in der Farbe Moos im Cheeky Merino Joy. Ich muss die Knöpfe nochmal neu annähen, beziehungsweise ich glaube nur die beiden, weil es nicht ganz so passt mit den Knopflöchern nicht. Aber der ist sehr schön geworden. Ich glaube, ich würde für den Test tatsächlich sagen, dass man das Bündchen oben nachträglich anstrickt, damit es ein bisschen besser sitzt obenrum, weil es ein bisschen floppy ist in der Kragenlinie. Aber sonst bin ich happy und der Stoff ist, also das fertige Strickstück fühlt sich sehr schön an. Ich muss aber sagen, ich habe ja schon mit einer anderen Partie davon gestrickt und ich habe eine Mütze und einen Schal draus gemacht und beides hat nicht so krass geblutet. Hier die Partie hat extrem krass geblutet. Ich musste viermal das Wasser austauschen im Waschbecken, um den ordentlich blocken zu können, weil ich das nicht in so einer Suppe chillen lassen wollte. Und genau, das war dann so ein bisschen, weiß ich ja nicht, hat mich nicht so überzeugt. Und ich muss auch gestehen, die Farbe finde ich immer noch unglaublich schön. Aber ich fand den Farbton von der ersten Partie, die ich hatte, noch ein bisschen schöner, wo ich den Hipsterhead und den Sophie Scholl von Petit Inde jeweils ausgemacht hatte. Und das war noch ein bisschen schreckig dreckiger. Das hier ist mehr Frühling. Und genau wie der Rhabarber-Cardigan wird hier das Muster auch noch im Laufe des Jahres rauskommen. Das ist nämlich das Rhabarber-Shirt, was noch nicht geblockt ist. Deshalb sich der Eyecord auch noch ein bisschen einrollt. Das wird aber heute Abend geblockt. Aber ich wollte jetzt schon filmen, damit ich es im besten Fall morgen schneiden kann, das Video, oder am Weg nach Berlin übermorgen, damit es dann abends online kommt oder so. Und das ist Rhabarber-Shirt. Nadelstärke 4,5, der Cardigan ist 4. Und ich habe es gestrickt aus einem Faden Knitting for Olive Merino und einem Faden Knitting for Olive Pure Silk zusammengehalten. Und ich hätte es ein bisschen länger machen können, sowohl an den Ärmeln als auch am Rumpf, aber ich hatte keinen Bock mehr weiter zu stricken, was ein Theme in meinem Leben ist. Aber it is what it is. Und ich werde auch noch eine Version stricken aus Lina mit Rippenbündchen überall, weil ich das ganz schön finde, beide Optionen in der Anleitung anzubieten. Und das ist ein super angenehmes Frühlingsshirt, würde ich sagen. Also jetzt in der Kombi ist es recht schwer und recht warm. Also wenn es nicht so super heiß draußen ist, kann man das super tragen. Oder wenn man in einem Büro sitzt, wo es auch nicht so warm ist, gute Sache. genau, das waren meine fertigen Projekte. Jetzt zeige ich euch noch, was ich gerade aktiv bestricke. Denn ich habe ganz viele Sachen. Der Ingrid-Sweater ist nicht fertig, der Daydreamer-Cardigan ist nicht fertig, mein Tikva-Top ist nicht fertig, meine Socken sind nicht fertig, ganz viele Sachen sind nicht fertig. Aber ich stricke gerade aktiv an nichts davon, weil ich an anderen Sachen stricken will, die mir mehr Freude machen. Und jetzt, wo ich meine zwei Pflichtsachen, den Cardi und das Shirt, fertig habe und dann da weitermachen kann, um die Sachen auszurechnen für andere Größen, das Muster noch ein bisschen zu optimieren, also was, dachte ich mir, jetzt will ich Sachen stricken, die mir Freude machen. Deshalb mache ich das jetzt einfach. So, und ich zeige euch zuerst, was ich gemacht habe, auf Tipp von euch und Marlene hin. Ich habe meinen Manchilopes Kuchen zu Kugeln, also Knäueln gewickelt, ganz lockere Knäule, und habe die hier in dieser schönen Schale von Firm Living, die ist so schön, und genau, habe das da drinnen. Habe aber noch nicht weiter gestrickt, aber das werde ich jetzt mal noch machen, heute später wahrscheinlich, weil ich den hier tragen möchte, denn der im Herbst, Winter, also hier der Hose,
genau, das ist der Traveler, der Traveler Cardigan von Rosetta. Und ja, ich glaube, der wird ganz schön. Habe ich im Rahmen unseres Textured Summer Knit Alongs von Mala, Marlene und mir etwas angeschlagen und bin fast fertig. Ich muss mal das Bändel ein bisschen kürzen, das ist schon sehr, sehr lang. Und zwar das Peacock Tee von Lene Holm-Samsö. Ich weiß gar nicht, ob ich es euch beim letzten Video überhaupt gezeigt hatte, weil ich es, glaube ich, noch gar nicht angeschlagen hatte da. Der Rumpf ist fertig, ich muss noch Fäden vernähen, aber ich muss noch Ärmelchen dran machen. Das mache ich, denke ich, morgen, übermorgen oder so. Dann kann ich es auch in Berlin anziehen. Und es war eine ganz andere Farbe, so ein Graublau. Hatte ich aber sehr viel Lust drauf. Und ich glaube, das mit einer weißen Shorts oder mit... Ja, mehr fällt mir dann auch nicht ein. wenn ihr Ideen habt, wie ich das kombinieren könnte, schreibt mir unbedingt. Aber ja, vielleicht auch mit einer hellblauen Shorts könnte es cool sein. Ja, hätte ich mehr darüber nachdenken sollen, bevor ich es gemacht habe. Habe ich aber nicht. Also... das. Oder auch mit einer schwarzen Jeans wäre es, glaube ich, cool, muss ich sagen. Naja, das ist auf jeden Fall Sandnesline in der Farbe 6061. Graublau ist, glaube ich, oder Mitternachtsblau oder sowas. Und ich finde diese Line weicher als andere Farben. Also ich hatte so ein Grünblau schon, ich hatte so ein Rostorange und ich hatte Kit, also das ist Naturweiß. Und die fand ich alle weniger weich und squishy. Also spannend, was der Farbunterschied da auch ausmacht. Und ja, hier kann ich empfehlen. Also es gibt es nur in 5 Größen. Das hat mich ein bisschen irritiert, weil ich es anders gewöhnt bin mittlerweile. Und selber auch anders versuche mittlerweile. aber genau, hier bin ich sehr gespannt, was da noch so bei rumkommt, wenn ich es trage. Und dann hatten wir gestern einen Stricktreff. Und das ist hier in Marburg eine geschlossene Gruppe von... knapp 30 Frauen. Und wir sind meistens so 10, 15 tatsächlich bei den Treffen dann. So ein harter Kern kommt immer. Und dann ist Variation, wie es passt. Wir treffen uns einmal im Monat, wie gesagt. Habe ich es schon gesagt? Weiß ich nicht. Aber genau, einmal im Monat treffen wir uns. Und ein-, zweimal im Jahr machen wir auch einen Garntausch, also einen Yarn-Swap. Und... ich werde immer sehr inspiriert für neue Projekte. Der Ingrid-Sweater war, glaube ich, das Ergebnis vom Februar-Stricktreff, wo ich dann direkt abends den anschlagen musste. Und der ist immer noch nicht fertig. Aber das war auf jeden Fall was. Oder Januar-Stricktreff? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das was. Meine Freundin Elena hatte den und ich wollte ihn auch haben. Und so ging es mir gestern auch wieder. Und das Schöne ist, dass man Sonntagabends ja kein Garn kaufen kann. Das heißt, man wird kreativ mit dem Garn, was man hat, was man im eigenen Stash so hat. Und da habe ich dann erstmal direkt meinem Impuls folgen müssen und was angeschlagen. Und zwar auch ein Petit Knit Strukturmuster. Ihr könnt gerne raten, was es ist. Ich gebe euch ein paar Sekunden. Könnt ihr nochmal meinen schönen selbstgenähten Projektbeutel begutachten. Es ist der Esther Sweater. Und den habe ich gestern Abend angeschlagen und musste den heute Morgen wieder aufrubbeln. Marlene war heute Morgen da und wir haben Nägel gemacht für Berlin. Und dann meinte sie, du triffst nicht die Maschenprobe, der wird zu eng. Und sie hat recht. Und jetzt habe ich den auf 4,5er Nadeln statt 4er Nadeln. Was mir noch nie passiert ist mit Petit Knit. Ich habe eigentlich immer ziemlich genau die Maschenprobe von ihr, die ich nie mache. Aber wenn ich das mal gegenchecke, haut es immer hin. Und genau, das ist der erste Sweater. Das ist nur rechte und linke Maschen. Das werden so Dreiecke. Ich kann euch, wenn ich ein Foto finde, was ich schön finde, mal einblenden, wie er aussieht, fertig. Und ja, ich bin sehr gespannt. Die Farbe ist Trenchcoat. 2 Fäden Merino, 1 Faden Mohair. Alles in Trenchcoat von Knitting for Olive. Denn das hatte ich ja noch hier im Stash, weil ich ja partout den Colette von Sari Nordlund stricken wollte. Da haben wir letzten Herbst die ganze Zeit drüber geredet und jetzt habe ich da gar keinen Nerv drauf. Weil ich für mich es, glaube ich, nicht so gerne mag, wenn Pullover eher so enger und figurbetont sitzen. Ich mag das bei T-Shirts, ich mag das bei Tops, ich mag das, ja, da mag ich das, oder bei Kleidern. Aber bei Pullovern oder Cardigans mag ich das nicht so gerne, weil ich das
gerne kombiniere mit was Engerem. Also ich mag es zum Beispiel, einen Oversize-Pulli mit einer engeren Hose zu kombinieren. Und ich würde aber nicht eine weite Hose mit einem engen Pulli kombinieren, sondern dann eher mit einem Sweatshirt, T-Shirt und dann nochmal einen größeren Cardigan drüber. Also irgendwie mag ich es mehr, wenn ich obenrum auch noch mehr Volumen kriege, weil meine Körperproportionen eher unten mit Volumen schon ausgestattet sind und oben nicht so. Und ich mag dann da so eine Balance zu erzeugen irgendwie. Aber ja, das war auch so eine Erkenntnis bei den Teilen, die ich nicht so gern trage. Oder ja, das war auf jeden Fall ganz spannend. Aber ich bin sehr happy mit dieser Farbe auch. Die finde ich nämlich eigentlich gar nicht so schön. Das kam dann noch dazu, dass die mich dann doch nicht so gelockt hat, wenn man den so pur verstrickt. Ich habe bisher Trenchcoat immer mit Dusty Honey gehalten und das ist so schön. Aber hier finde ich es gar nicht mehr blöde mit diesem Musterchen. Und ich glaube, das wird so ein perfekter, basic, langweilig Pulli, der aber dadurch, dass er so ein Muster hat, nicht langweilig ist. Also, wisst ihr, was ich meine? Also, ich finde beige sehr langweilig mittlerweile. Also, naturweiß oder so ein Marzipanton finde ich cool, aber beige, also wirklich beige, finde ich schwierig. Kann auch sein, dass meine Kollegin abgefärbt hat. Sie hat früher in der Altenpflege gearbeitet und meinte, sie kann beige nicht sehen, weil Rentner alle beige sind. Und wir sind keine Rentner, da müssen wir auch nicht beige sein. No offense, falls jemand von euch gerne beige trägt. Es sieht ja auch super elegant aus und es ist super einfach zu kombinieren. Aber ich will mein Leben, glaube ich, so einfach nicht machen. Sondern wie bei dem blau-grauen Peacock-Team. Ich frage, wie trage ich was eigentlich am Ende? Auf jeden Fall ist es dann gut, mal so ein Teil zu haben, wo ich mich nicht fragen muss, wie ich es kombinieren kann, weil es sich selbst kombiniert. Ja. Und wie gesagt, ich stricke es in der gleichen Garnkombination wie Mona vom Stricktreff, die meine persönliche Haus- und Hof-Inspirateurin ist, fürchte ich. Sie hat nämlich in der Farbe Weed den Esther Sweater angenadelt und auch die Kombi aus zweimal Merino, einmal Silk Mohair. Und das hat mir sehr gefallen vom Anfassen her bei ihr. Und jetzt, wo ich auch die richtige Nadelstärke für meine Maschenprobe verwende, ist es auch echt einfach nur schön. Es kann aber sein, dass ich vielleicht die Nadelstärke verändere, wenn ich das zur Runde schließe. Muss ich mal gucken, ob ich dann eine andere Maschenprobe habe. Interessant. Genau, das macht mir Freude. Habe ich heute Morgen effektiv neu angeschlagen. Und muss ich mal weiterkommen. Ich bin auch beim Cardigan im Nacken. Und diesen Nacken halten mich schon mal auf. Und dann hat Steffi vom Stricktreff ein Knäuel Pure Silk von Knitting for Olive aussortiert in der Farbe Rhabarbersaft. Rhabarberrosa, irgendwie sowas. Und wie sagt man, der Geist ist schwach und der Körper willig? Oder andersrum, der Körper ist schwach und der Geist willig? Auf jeden Fall war ich schwach. Und ich liebe rosa und wenn da Rhabarber draufsteht, dann muss ich es ja haben. Ich weiß nicht, wie eure Vornamen sind. Natürlich weiß ich das nicht. Aber mein Vorname, Lydia, war nie auf diesen Diddle-Tassen, Diddle-Blöcken oder im Urlaub auf so Schlüsselanhängern. Weshalb ich so eine weirde Obsession habe mit Sachen, wo mein Name irgendwie drin vorkommt, dass ich die dann haben will oder eher mal ein Buch lese, wenn der Charakter Lydia heißt oder sowas. Und Rhabarber ist nicht mein Name, aber ein bisschen schon. Deshalb gilt das hier so. Und ich habe nach wie vor keine Haare, also nur kurze Haare. Ich habe morgen übrigens wieder einen Friseurtermin zum Nachschneiden. Cool. Weil ich das mag. Also ich werde es jetzt einen Moment behalten, glaube ich, die kurzen Haare. Zumindest mal über den Sommer. Und sehe schon wieder ein bisschen strubbelig aus, weil die echt schnell wachsen. Das ist schon auch wirklich wild. Naja, aber dadurch, dass ich hier dann einen nackigen Hals und nackige Öhrchen habe, habe ich dieses Knäuel mitgenommen in der Absicht, einen Sophie Scarf draus zu machen. Und den habe ich heute auch angeschlagen. Und das finde ich, glaube ich, dann, hier zu dem Outfit, ich wäre ein Bonbon. Finde ich das richtig cool, so einen lässigen Sophie Scarf zu haben. Ich werde ihn in der größeren Größe, in der längeren Größe stricken. Und ja, nehme ich auf jeden Fall auch mit in der Bahn. Das ist ein gutes Bahnprojekt. Und das ist eine gute Überleitung zu meinen Acquisitions. Und zwar war ich im Wollatelier, im Strickatelier, Wollatelier? Jetzt bin ich verwirrt, wie die ganzen Läden in Marburg heißen. Das Wolle-Lädchen, Strickverliebt und das Atelier von Marina Specht in der Untergasse, glaube ich. Und habe Dropswolle gekauft.
6 Knäuel, weil ich eigentlich, wir kennen mich, endlich den Ingrid-Sweater von Gregoria Fibers stricken wollte. Weil ich den so schön finde. Das ist so ein Sommerpullover mit Lochmuster, aber der wird auf Nadelstärke 3,5 gestrickt. Und das macht mir einfach keine Freude. Und ich möchte zur Freude Dinge machen. Und ich weiß, dass ich den tragen würde. Aber ich weiß nicht, ob ich mir das antun will, ehrlich gesagt. Deshalb mache ich es einfach nicht. Und stattdessen soll hieraus das Palme-Tee von Lene Holmes-Hamsel werden. Vielleicht. Hier bin ich mir noch nicht ganz sicher. Vielleicht mache ich auch den Ingrid-Sweater von Gregoria Fibers draus irgendwann. Oder irgendeinen anderen Sommerpulli. Wenn ihr ein Muster im Kopf habt, womit man, dass man aus Line oder Drops stricken kann, was dann so ein schöner, leichter Sommerpullover ist, bitte schreibt mir. Ich habe nämlich so ein Problem, dass ich nur Wollpullis habe oder Mohair oder Kombis daraus, die einfach zu warm sind im Sommer. Aber man möchte schon mal was Langärmliches und cozy Dickeres anhaben, als jetzt nur ein langärmliches T-Shirt oder so. Und da würde ich gerne was haben, aber ich weiß nicht genau recht, mit welchem Muster das umzusetzen ist. Da habe ich das gar nicht jetzt und ich werde schon noch los. Also zur Not wird es einfach nochmal ein Rhabarber-Shirt oder sowas, weil ich so ein weißes Leinen-T-Shirt sehr häufig trage. Mein Ankers-Tee in der Farbe Kit, Ankers Sommerbluse in der Farbe Kit von Line, aus Line von Sandnes in der Farbe Kit, so, trage ich ja rauf und runter und ich überlege einfach, ob ich hier raus vielleicht sogar noch ein zweites Ankers-Sommerbluse stricke. I don't know. Schreibt mir, wie gesagt, gerne, was ihr dazu Gedanken habt. Und genau, ich zeige euch noch kurz einen anderen Plan, den ich habe. Denn der ist mir neulich in den Sinn gekommen. Und zwar habe ich dieses Sockenset von Phoebe and Mercy ja bekommen vor einem halben Jahr oder sowas. Und ich habe es noch nicht verstrickt. Und ich finde allein dieses Mini schon so schön. Das ist so ein richtig, richtig schönes Taubenblau. Unglaublich schön. Aber die Farbe Gandalf ist das hier als Hauptfarbe. Die finde ich auch schon so unglaublich schön. Das ist auch so ein Blaugrau mit aber so Rosttextur drin. Ich hoffe, ihr erkennt es. Und es ist so schön. Und ich habe noch 20 Gramm hiervon, weil ich mir das Miniset gekauft hatte von den Hobbits. Und hieraus werde ich ein Mini-Mock-Neck-Tank stricken. Haben wir auch schon häufiger darüber gesprochen in diesem Podcast. Aber stellt euch bitte dieses als Mini-Mock-Neck-Tank zu dieser Hose vor. Und zu ungefähr allem in meinem Schrank mit dem grünen Cardi drüber. So gut. Und ich glaube, das ist eine richtig schöne Farbe als Ergänzung zu vielem in meinem Kleiderschrank. Deshalb werde ich das machen. Und bin da happy. Und wie gesagt, durch die 20 Gramm, die ich auch noch habe, habe ich eine ziemliche Sicherheit, dass es eine Länge haben wird, die ich mag. Denn ich will es nicht, dass es nur bis zu den Rippen geht, sondern ich hätte es gerne bis zum Bauchnabel eigentlich. Damit ich es auch im Winter vielleicht tragen kann als Drunterziehtop oder so. Und ich müll hier einfach mal alles voll. Nein, nicht Müll. Ich wolle hier alles voll. Genau, das nur am Rande. Und jetzt zeige ich euch mal noch mehr von dem Garn, was ich vom Stricktreffen mitnehmen konnte, weil ich ein Glückspilz bin. Ja, wie gesagt, den Garntausch. Aber zusätzlich dazu hat Marlene in Schottland einen Färbekurs besucht. In Edinburgh bei dem Wollfestival da. Und da hat sie mir Schreckgrün gefärbt. Das ist so ein richtiges, giftiges Grün. Ich habe gesagt, es ist schrecklich. Und das hat sie mir geschenkt. Ganz, ganz lieb. Das kommt dann in meine Sweetshop-Blanket. Das ist richtig cool. Und ich verlinke euch mal ihren Edinburgh-Vlog, falls ihr den nicht eh schon gesehen habt. Und dann habe ich für die Sweetshop-Blanket von Kim dieses wunderschöne Flieder-Mini mitgenommen. Das ist auch Fingering. Das ist aus Schwarz. Das ist schwarze Stockrose und Cochenille. Ich glaube, damit ist es gefärbt vielleicht. Ich weiß es nicht. Sie hätte es auch geschenkt bekommen und ihr hatten die Farben nicht so zugesagt. Es waren noch andere Pastelltöne in diesem Miniset drin, aber die Farbe fand ich am schönsten. Und
ebenfalls für die Sweet Shop Blanket. Ist auch ein bisschen Verschwendung, aber wir wussten alle nicht mit der Farbe. Ist von La Mana di Como. Das sind 120 Meter auf 25 Gramm. Also es ist auch ein Fingering Garn. Das werde ich einfach doppelt halten und auch in die Decke packen für eine Ecke. Also ja, also I don't know. Es waren zwei Knäuel davon da und das andere ist, glaube ich, jetzt auch verschenkt. Aber ich glaube, das ist für die Decke optimal und dann bleibt ja auch nochmal für nochmal die gleiche. Also ich werde nur 10, 12 Gramm brauchen. Also kann man es noch für eine andere Decke oder sowas nehmen. Und genau, das. Jetzt kommen wir zu Highlights und zwar ebenfalls von Kim. Durfte ich von Slavika Jans, das ist eine polnische Marke, Mokosz oder Hometown, Mokosz, weiß ich nicht, mitnehmen. Vielleicht ist es Mokosz das Garn und Hometown die Farbe. Das ist so ein unglaublich schönes Rotbraun, wenn ihr das erkennt. Und das sind 60% Superwash Merino, 20% Yak und 20% Seide, 212 Meter, also ein DK-Garn. Und hier werde ich auch nochmal eine Mütze draus machen. Denn ich habe ja keine Haare und kalte Öhrchen. ja, finde ich richtig, richtig schön. Und ja, ich konnte es nicht da lassen. Oder wem anders überlassen. ja, ist richtig schön. Das Garn gab es mal im Strick verliebt. Aber ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, verkauft Slavika Jans jetzt nur noch selbst das Garn. Also nicht mehr über Händler. Und jetzt mein Highlight. Es gibt ja ein paar Running Themes hier, zum Beispiel, dass ich mich in Trackgrün verliebt habe, dass ich immer wieder einen Mockneck-Tank stricken wollte oder ja, euch fallen gewiss jetzt auch noch Sachen ein, die sich immer wiederholen bei mir. Aber eine Sache, die sich auch immer wiederholt, ist die Tatsache, dass ich, oh, hier hat aber eine Motte reingebissen, glaube ich, oder? Ja, das war frech. Uiuiui. Bin ich abgelenkt. Hier auch noch. Ah, das ist ja wild. Ich hoffe nicht einmal durch. Nee, ich glaube, das war nur die äußere Schicht. Okay, ich bin gleich wieder anwesend. Frech. Ich bin kein Fan von Motten, habe ich das schon mal erwähnt. Kritisch, naja. Auf jeden Fall ist das hier Double Soft Merino von Knitting for Olive. Und wenn wir eine Sache wissen, dann wissen wir, dass das mein Lieblingsgarn ist und es das nicht mehr gibt. Und Mona, Ikone, die sie ist, hat noch eine Sweater Quantity von dieser Farbe. Das ist Plum Rose. Daraus hatte ich zum Beispiel mein pflaumefarbenes Ankastie von Petit Knit gestrickt. Und ich liebe Double Soft Merino. Das ist einfach so ein schönes Garn. Und es ist 100% Merino, was einfach fabelhaft ist. Und ich habe hier vor, noch einen Rhabarber Sweater Chunky draus zu stricken. Sie hat auch das passende Mohair dazu und das ist genau die Menge, die ich ja gar nicht brauche für einen Chunky. Und ich dachte mir, das ist ja auch für euch cool, wenn ich in der Anleitung dann noch eine andere Garnart getestet habe und die empfehlen kann oder nicht empfehlen kann. Aber ja, dann ist es nochmal ein anderes Gefühl, finde ich, in dem Pullover. Und habe ich auf jeden Fall viel, viel Lust und Interesse dran. Lust drauf, Interesse dran. Und ich bin so happy, dass es noch in meinem Leben ein bisschen Double Soft Merino geben kann. Und ja, den Rest von der Wolle werde ich Mona abkaufen. Und dann haben wir beide was davon. Und jetzt geht's an den Stoff, den ich erworben habe. Und zwar habe ich bei stoffe.de bestellt. Ein Stoff, ich blende euch ein Foto davon ein, der ist schwarz-weiß kariert, also gewebt, Baumwollstoff, ist gerade in der Wäsche, damit ich den noch vielleicht morgen vernähen kann zu einer zweiten Hose. Genau, da habe ich 3 Meter von mitgenommen und hier habe ich diesen Viskosestoff mitgenommen. Da habe ich 2,6 Meter von, 100% Viskose. Und das ist so ein Blümchenmuster. Das sind so altrosa Terrakotta-Blumen mit Dusty Honey-Blütenkern. Und ich finde das richtig schön. Also, nein, ich finde es nicht schön, ehrlich gesagt. Also, ich hätte es jetzt im Laden nicht, weil es so super, super schön ist, angeschaut,
sondern weil die Farben zu allem in meinem Kleiderschrank passen und weil ich es gut finde, wenn Blümchenmuster auch schwarz beinhalten, weil ich in meiner Monkigkeit nur Sachen gerne mit schwarzer Strumpfhose trage, wenn da auch schon schwarz drin vorkommt. Also ich finde, ich würde zum Beispiel mein Pansy Dress nur ungern mit einer schwarzen Strumpfhose tragen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist dann so ein harter Kontrast und das mag ich an mir nicht so gerne. Darum habe ich das hier mitgenommen, um daraus einen Daisy Dress von Rosary Apparel zu machen. Oder doch nochmal ein Pansy Dress, fällt mir gerade ein. Das wäre nämlich auch schön. Ich wüsste nämlich nicht, ob mir Knöpfe hierbei nicht dann wirklich zu viel wären. Aber einfach nur so ein langärmeliges Pansy Dress? Why not? Auf jeden Fall eine Idee. Und ich habe Druckknöpfe für den Daydreamer Cardigan gekauft, die ordentlich auf und zu gehen. Das war nämlich ein bisschen ein Struggle mit denen, die ich bestellt hatte von Amazon. Aber die hier gehen einfach und ordentlich auf und zu. Das ist so ein Plastik-Fassung mit Metall-Druckknopf drin, dass man die auch ordentlich annähen kann, aber die ganz dezent sind. Und die waren teuer. Da habe ich 12 Euro bezahlt für 6 Knöpfe, also 2 Euro pro Knopf. Das finde ich teuer, aber der ganze Cardigan war sehr teuer. Der war effektiv jetzt am Ende so teuer wie der Cardigan von Cézanne, den ich ja damit kopieren wollte. Aber wir bereuen nichts. Und ich habe auch ein bisschen Flieseline für Viskosestoff gekauft, nämlich 1 Meter. Ihr werdet gleich sehen, warum. Und dann habe ich noch 1,5 Meter schwarzen Leinenstoff mitgenommen. Leinenviskose, 70% Viskose, 30 Leinen. Weil, das ist sogar undurchsichtig, fast. Weil ich ja Bettwäsche schwarz gefärbt habe, Leinenbettwäsche. Und es war nur ein Pain. Das war ein richtiger Abfuck, damit zu nähen. Deshalb, man hört das Baby von den Nachbarn weinen. Also nicht schön, dass es weint, aber schön, dass es da ist. Ach schön. Genau, es war ganz furchtbar damit zu nähen mit der Bettwäsche und ich wollte aber gerne ein schwarzes Top mit eckigem Ausschnitt. In schwarz. Ja, ich mache das Tigra-Top, aber ich will auch ein genähtes. Denn ich trage im Sommer wirklich gerne schwarz. Und wenn ihr eine Anleitung wisst für ein eckiges Top, schreibt mir unbedingt, wie sie heißt. Und dann freue ich mich. Genau, das war von stoffe.de. Und dann habe ich bei Katun noch bestellt. Das war eine teure Bestellung. Aber ich habe mich unsterblich verliebt. Und ich dachte schon, wenn ich den Stoff nicht vernähe, dann rahme ich ihn ein, weil ich ihn wirklich absurd schön finde. Das ist ein ganz leichter Viskosestoff. Was ist der Hersteller? La Maison Naive. Naive. Und der hat meine Lieblingsfarben mit drin. Puderrosa, taubenblau Lavendel und das ist die Honey. Und Seegrasgrün. Und Thiel. Das bräuchte ich jetzt nicht, aber so ist das. Aber der ist so schön. Und ich habe den letzten Rest davon gekauft. Das sind nämlich nur 1,40 x 1,40 ungefähr. Also das heißt nur. Aber da könnte ich jetzt kein Kleid draus machen. Aber einen Rock. Denn ich habe einen Rock, den ich sehr gerne trage und gerne nochmal hätte in einer frühlingshafter, sommerigeren Version. Und das werde ich machen können. Denn ich besuche auch hier im Wolle-Lädchen, die auch unglaublich viel Stoff und Nähzubehör haben. Große Empfehlung, am Südbahnhof ist es, wenn ich nicht davon schon geredet habe. Da werde ich einen Nähkurs besuchen. Das ist nämlich richtig cool, der ist richtig preiswert. Der kostet nur 80 Euro für 4 Termine, a 2,5 Stunden. Und vielleicht kann ich da ja lernen, wie man aus bestehender Kleidung Muster macht, dass man die nochmal duplizieren, nochmal nachmachen kann. Und dann wäre das definitiv eins der Projekte. Und dann habe ich kleine Etiketten bestellt. Und ich weiß nicht mehr genau, was ich hiermit vorhatte. Das war so ein richtiger Mitternachts-Shopping-Move. Aber ich habe 3 Meter Feinkord in Puderrosa. Das war auch richtig teuer. Und ich weiß nicht, was ich hier mir dabei gedacht habe. Der ist ganz, ganz weich und leicht. Ich glaube, ich werde daraus noch eine Hose machen und vielleicht eine Bluse. Das wären auf jeden Fall Optionen. Der ist super schön. Also, ich bereue es jetzt nicht direkt, dass ich ihn gekauft habe, aber ich weiß auch nicht genau, was mich da geritten hat. So ist das. Das Gute ist, Nähen und Stricken sind alles Sachen,
die ich zu meinem Beruf dazu zählen kann und dementsprechend auch von der Steuer absetzen kann. Das ist natürlich eine Erklärung dafür, weshalb ich schon mal großzügiger oder sorgenloser Sachen erwerben kann. Aber ja, das ist das Schöne, wenn man sein Hobby zum Beruf macht. Genau, das war meine Bestellung. Und dann war ich noch hier vor Ort im dänischen Bettenlager. Bei Jysk. Jysk heißt es ja jetzt. Ich weiß nicht, warum ich mir das nicht... Also ich weiß, dass es Jysk heißt, aber ich nenne es nie so. Sondern ich nenne es immer dänisches Bettenlager. Und da habe ich mir diese... Ich bin für diese Decke dahin. Das ist eine Steppdecke. Aus Polyester einfach. Und die hat 10 Euro gekostet. Oder 12. 10, 12 Euro auf jeden Fall. Und daraus möchte ich gerne eine Weste machen. Ich finde nämlich Steppwesten so schön. Ich habe eine gestrickte Weste aus Bouclé und so eine Outdoor-Weste. Und ich wollte gerne so eine schöne Weste. in einem ganz anderen Stil. Und da werde ich die Tove West von Me and Kiddo Patterns draus machen. Ich verlinke euch da mal die Anleitung zu. Und das sind 1,40 x 2 Meter. Also da kriege ich auf jeden Fall die Weste raus. Vielleicht sogar eine zweite für eine Freundin. Oder noch so eine Bauchtasche aus Steppstoff. Die hatte ich bei Selfmade schon mehrfach gesehen. Fand ich auch ganz schön. Und dann habe ich Bettwäsche gefunden. Und ihr kennt meine Liebe zum Bettwäsche. Diese hier sind 1,35 x 2 Meter. Also 1,35 x 4 Meter am Ende. Und 100% Baumwolle. Und das ist dieses schöne Seegrasgrün mit schwarzen Pünktchen innerhalb der weißen Blumen. Was ich wieder gut finde, falls man eine Strumpfhose dazu anziehen will. Und hieraus werde ich ein Daisy Dress von Rosary Apparel machen. Denn sie hat es aus einem ganz ähnlichen Farbton gemacht, ihr Daisy Dress. Und ich fand es so schön. Es hat mich so angesprochen. Und ich glaube, das wird sehr süß mit Perlmutterknöpfchen dann vielleicht. Und das gefällt mir gut. Das waren, glaube ich, 16 Euro. Und dann habe ich diese Bettwäsche mitgenommen. Das sind auch wieder 1,35 x 4 Meter dann. 100% Baumwolle. Ich hoffe auch, dass diese Flusen hier Baumwolle sind. Ich denke schon. Es sieht zumindest sehr so aus. Wenn ihr da Erfahrung habt, ob diese Texturpünktchen aus Baumwolle oder Polyester sind, schreibt mir das gerne. Aber ich bin mir tatsächlich sicher, dass es Baumwolle ist. Und da habe ich dann noch Schreckband aus Baumwolle in Weiß dazu gekauft, auch von aus dem Wolle-Lädchen. 2 Euro waren das, richtig gut, 2 Meter, 2 Euro. Und das werde ich einfärben. Ich weiß noch nicht, welche Farbe. Ich habe auf Instagram eine Umfrage gemacht und da war dunkelgrün mit Abstand am meisten. Ich überlege, ob ich Senfgelb mache oder hellrosa oder schwarz. Aber schwarz färbt, finde ich, nicht immer so tief schwarz, sondern eher so dunkelblau. Das mag ich nicht so gerne. Deshalb wird es zwischen Gelb und Grün sich wahrscheinlich entscheiden. Aber genau, daraus möchte ich auch ein Kleid machen. Ich weiß noch nicht welches, aber ich habe ja schon mal Schrägband, falls es nochmal ein Pansy Dress wird. Denn ich finde das wirklich aufrichtig wunderschön. Und ich kann mir das auf jeden Fall gut vorstellen. Oder das neue Kleid von Me and Kiddo Patterns. Die finde ich nämlich auch cool, die Designerin. Ich verlinke euch das Muster auch nochmal. Das hat lange Ärmel und es hat so einen taillierteren Schnitt, aber dann auch glockig und mit Taschen und wäre, glaube ich, auch sehr schick. Es hat kein Bündchen mit Raffung dann, sondern so fließend eher. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, das zu meinen Stoffansammlungen. genau, ich habe euch alles erzählt, was ich vorhabe zu stricken. Und ich zeige euch jetzt noch schnell meine Favoriten. Ich habe, wie gesagt, nur einen Favorit in jeder Kategorie. Und von den Dingen ist es dieser Concealer. Das ist von Essence, der Skin Loving Sensitive Concealer. Ohne Parfüm, Alkohol, Silikone, Parabene und Mineralöl. Nicht komedogen und mit Aloe Vera. Und ich habe die Farbe 10. Und ich finde den richtig, richtig, richtig gut. Ich finde, der deckt gut. Der wandert nicht in meine Fältchen, obwohl ich kein Puder drauf habe, ist der nicht gewandert. Der sitzt richtig schön auf der Haut, der deckt gut. Ich finde den toll und der kostet unter 3 Euro. Also große Empfehlung, mal da vorbeizuschauen. Und dann, wenn wir schon so in die Richtung gehen, die DM-App. Kennt ihr die? Ich finde die richtig gut. Ich habe die nun seit Jahren und habe da
jetzt einen Coupon gehabt für, ich glaube, 20 oder 30% auf Maybelline Lippenprodukte. Und ich wollte eh gerne ein Gloss von denen kaufen. Das war dann so, habt ihr das gerochen? Und ich mag das. Also ich finde die App gut. Ich mag das. Ja, das wollte ich empfehlen. Die kostet nichts. Und ja, gut. Und dann mein Momentfavorit ist die ganze Freundinnenzeit, die ich momentan irgendwie genießen konnte. Sei das jetzt mit meiner besten Freundin Melli oder mit den ganzen Freundinnen, die Kids haben. Das ist so schön irgendwie, so kleine Freundinnen dann zu haben. Ich war mit Sandra und ihrer Tochter in der Pause, hab da super lecker was gegessen. Oder ich war mit meiner Freundin, meiner Uni-Freundin Leo und ihrer Tochter, war ich Kuchen brunchen. Der kleine Mensch hat Eis bekommen, was der Laune sehr geholfen hat. Morgens um 11. Und ja, das war so schön irgendwie. Und ja, nee, das war, also ich habe es sehr genossen, mir da Zeit zu nehmen. Und mit einer lieben Kollegin war ich im Botanischen Garten. Und mit der anderen lieben Freundin gab es ein sehr leckeres Panino auch im Café, in dem ich noch gar nicht war davor. Und das ist so, so schön irgendwie da, sich die Zeit nehmen zu können. Und ja. Das hat mich gefreut. Oder gestern der Stricktreff. Richtig, richtig schön. Und jetzt gleich kommt auch Melli und kocht uns, weil Melli Montag ist. Übrigens große Empfehlung, wenn ihr die Möglichkeit habt, eure, also eine enge Freundin oder Freund oder Schwester, Mutter, Bruder, Vater, wen auch immer, aber so eine liebste Bezugsperson jede Woche zu sehen, dann einen festen Tag auszumachen und immer zusammen Abendbrot essen. Ich finde das super. Denn Abendbrot essen muss man eh. Und dann kochen wir halt meistens zusammen. Manchmal kocht sie, manchmal koche ich, wir sind meistens bei uns und das ist super entspannt. Und das ist einfach, ich bin ein großer Fan. Ja, ich glaube, ich habe euch alles erzählt und gezeigt, was ich zeigen und erzählen wollte. Und werde jetzt mal das noch aufwickeln und mich freuen, wenn ich gleich bekocht werde. Es gibt nämlich grünen Spargel. Ah ja, genau. Und ich bin den Samstag bei Wollen Berlin da. Also beim Wedding World Weekend. Den Freitag vielleicht spontan, aber den Samstag definitiv. Und ich freue mich, euch zu sehen. Ich werde in einem Kommentar unter diesem Video anheften, wer gewonnen hat. Wer das Gewinnspiel gewonnen hat aus dem letzten Video. Und werde in Berlin auch ein bisschen mitfilmen. So viel wie möglich. So wenig wie nötig. Also naja. Ja, so viel wie möglich. Und freue mich, wenn ihr auch den Frühling genießen könnt und schöne Momente erlebt, und freue mich immer, wenn ich Kommentare von euch lesen kann. Ich lese alle Kommentare, ich beantworte so viele wie möglich, meistens aber schaffe ich nur noch die, wo Fragen drin stehen, weil ihr so großzügig mit eurer Zeit und euren lieben Worten mit mir seid, dass ich so viel zu lesen und beantworten habe, dass ich da gar nicht hinterherkomme. Aber ich schätze es sehr wert, und ich schätze es so wert, dass ihr mir auf Kaffee ausgebt. Oder dass ihr mir Muster von meiner Ravelry-Wunschliste schenkt und ja, einfach großzügig und lieb mit mir seid. Und das finde ich so schön. In diesem Sinne, macht's gut, bis bald. Tschüss, tschüss.